Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Fangen wir neu von vorne an. Also, ja. Nächster Redner für die Fraktion Die Linke, Klaus Ernst. Frau Präsidentin, als erstes zu dem Antrag der FDP. Wir werden dem Antrag nicht zustimmen. Ich sage Ihnen auch warum. Im Gegensatz zu der vorgetragenen Rede, Herr Holm, ist der Antrag ja sehr, sehr defensiv. Sie fordern nämlich, dass die KfW einspringt, wenn die Finanzierung von Nord Stream nicht mehr gesichert ist. Nein, lesen Sie doch Ihren eigenen Antrag. Und das ist eine sehr defensive Haltung. Wir fordern, dass wir uns gegen die amerikanischen Sanktionen wehren. Das ist bei Weitem besser, als so ein bisschen unter dem Tisch sich anzunähern. Erstens. Zweitens, zu dem Antrag der Grünen. Also, Sie sind ja nun, wenn ich es richtig sehe, die Einzigen, wo ist denn der Grischer da? Sie sind ja die Einzigen, die aus dem Ding so richtig mit aller Wucht aussteigen wollen. Und Sie wissen genau, dass das, wenn wir aussteigen würden, dazu führt, dass wir amerikanisches LNG-Gas importieren müssen. Ja, Sie leugnen das immer. Und wissen Sie, was das ist? Diese Haltung, LNG-Gas statt russisches Erdgas, das ist nicht mehr richtig grün. Das ist schon ein bisschen verwelkt. Ihr solltet mal eure Position überprüfen an dieser Frage. Und, meine Damen und Herren, das nun eher an uns alle gerichtet, die Illusion, dass durch einen Präsidentenwechsel in den USA eine Änderung in dieser Politik der Energie eintreten würde, das glaubt doch hier wirklich keiner. Wir wissen, dass diese Initiativen von beiden Parteien ausgegangen sind und dass die beiden Parteien das ja ähnlich ticken. Und mich erinnert das schon ein bisschen an mafiöse Methoden. Ich will das mal darstellen. Wie handelt die Mafia? Die sagt zu einem, der eine Kneipe hat, und sagt, wenn ihr nicht Schutzgeld zahlt, wenn ihr euch nicht beschützen lasst, dann hauen wir euch den Laden kurz und klein. Und genau das ist es bezogen auf Nord Stream 2. Wir wollen uns nicht von den Amerikanern beschützen lassen wollen, weil wir selber unsere Energiepolitik bestimmen wollen. Und wenn wir das tun, kommen die Amerikaner uns, dann hauen wir euch den Laden kurz und klein. Das kann doch unter Freunden nicht ein richtiges Herangehen sein, meine Damen und Herren. Und dass ich selbst allein schon an dieser Stelle müssten die Grünen doch aufspringen und müssten sagen, wir verteidigen die Souveränität dieser Republik auch gegenüber den Amerikanern. Aber nein, da hört man von euch an dieser Frage leider überhaupt nichts. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass es inzwischen doch eine breite Mehrheit zu geben scheint, dass wir nun auch zu härteren Maßnahmen kommen. Denn bisher hat die Bundesregierung, es ist dargestellt worden von meinem Vorredner, ja, es ist was zustande gekommen. Wir haben uns im Wirtschaftsausschuss darüber unterhalten. Wir haben auch dort ein bisschen Bewegung hingekriegt. Das war gut und richtig. Aber jetzt müssen wir schnell handeln, weil die zurzeit in Amerika, Senat und Kongress, sich zusammensetzen und über eine Verschärfung der Sanktionen nachdenken. Herr Kollege. Erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung? Gerne, ja. Oh, das denke ich mir. Eine kurze, ne, von Herrn Holm. Also. Ja, er hat es ja genehmigt. Nur weil ich wusste, es war. Ihre Kollegin möchte nicht. Ja, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen und ich folge Ihnen sehr entspannt. Ich glaube, Sie können unserem Antrag tatsächlich zustimmen. Sie haben nämlich anfangs erwähnt einen anderen Antrag, den wir gestern im Ausschuss diskutiert haben. Um den geht es nicht. Den können Sie dann ja meinetwegen, wenn es an der Zeit ist, auch ablehnen. Spricht nichts dagegen. Heute reden wir aber über einen Generalantrag, der es auch Ihnen ermöglichen sollte, dem zuzustimmen, weil es geht nämlich heute darum, die Bundesregierung darauf aufzufordern, dieses Projekt zu einem guten Ende zu führen, also alle Unterstützung zu geben für das Projekt Nord Stream 2. Das sollte unterstützungsfähig für alle hier im Hause sein. Außer den Grünen natürlich. So, Herr Holm, dann hätten Sie aber auch da konkreter sein sollen. In Ihrem Antrag erwähnen Sie ja wörtlich die KfW, die dann einspringen soll, wenn es um eine Finanzierung... Nein, das ist der andere Antrag. Bitte, das ist der Nein. So. Und selbst wenn es so wäre, wie Sie sagen, sage ich Ihnen, was fehlt ist, auch an Ihrer Position, dass wir eindeutig sagen, welche Sanktionen wir denn nun wollen. Und ich kann Ihnen sagen, da gibt es inzwischen einen Think Tank, der sich darüber Gedanken macht, der sagt, wir brauchen eine eigene Institution, die sich mit Gegenmaßnahmen beschäftigt. Die sagen, wir müssen auch das tun, was die Amerikaner machen, nämlich zum Beispiel einzelne Personen sanktionieren, Einreiseverbote, möglicherweise auch Vermögen einfrieren. Genau dasselbe, was sie uns androhen. Nur auf das hören sie. Und ich schlage noch vor, dass man sagt, lasst uns doch mal darüber diskutieren, was mit dem Importgas ist aus Amerika. Wenn wir das Importgas mit Strafzöllen belegen, dann würden vielleicht die Amerikaner auch merken, dass wir es ernst meinen und nicht nur mit Wattebäuschen schwerfen. Gut, und das ist die Frage richtige ist Position. Danke, Herr Holm. Noch 18 Sekunden.
Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, ich bin am Ende der Diskussion, also jedenfalls meinerseits angelangt. Ich wollte noch sagen, jetzt haben wir die Chance, uns noch zu wehren, weil die Amerikaner das gerade diskutieren. Wir sollten es aber schnell tun und wir sollten deutlich machen, dass wir es ernst meinen, weil wenn wir das nicht tun, kommen wir unter die Räder, auch wegen anderer Dinge, wenn die könnten ja auch sanktionieren, wenn wir weiter mit China handeln und wenn die USA das nicht mehr wollen. Also wehret in dem Fall tatsächlich den Beginn und macht rechtzeitig Schluss mit so einer Politik. Lasst uns wehren, und zwar gemeinsam. Vielen Dank, Klaus Ernst. Maske an. Ich danke Ihnen. Nächster Redner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.